Okay, so, wo geht's lang? Das gibt's nicht. Jetzt ist schon wieder rausgesprungen, die Munition. Das kann doch nicht sein. Ach du heilige Scheiße. Wir haben eine eigene Luftunterstützung. Jetzt brauchen wir aber was anderes. Können wir die nicht mit Disruptor-Munition irgendwie schneller runterkriegen in dem Fall? Singularität. Warp. Upsala. Geh da rüber! Oh. So viele Opfer. Wir müssen dafür sorgen, dass es das wert war. Meine Fresse nochmal, ey. Hammerhart, ey. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Das könnte schwierig werden. Anscheinend haben sich die Wissenschaftler eingeschlossen. Dann drücken wir mal hier drauf. Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Militärisch chiffriert? Das scheint mir übertrieben. Vor allem, weil nur noch wenige der Assaim-Doktrin folgen. Okay. Dann nix wie rein hier in den Tempel. Hallo? Ist da jemand? Das stinkt doch. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Ah, okay. Ich habe mir das jetzt angeguckt, weil das cool aussah. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist das Schwert der Göttin Athaim. Die Mythen sagen, sie sei damit gegen eifersüchtige Götter angetreten, die unsere Vorfahren bedroht haben. Wenn wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, brauche ich mehr Zeit. Sonst kann ich mir nicht sicher... Was ist das? Der Schild der Göttin Athaim. Der Legende nach hat sie damit Hessia beschützt, als der Himmel zornig wurde. Das könnte das Artefakt sein. Aber ohne die Bestätigung der Wissenschaftler ist das nicht sicher. Unsere Wissenschaftler auf Runoch wären in dieser Lage niemals geflohen. Hier stimmt etwas nicht. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Gibt ja wahrscheinlich noch mehr Artefakte, ne? Hier ist auch noch irgendwas. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht.
Das ist eine Skulptur von Lucen, einem von Athames Dienern, der unter meinen Vorfahren wandelte und ihnen Wissen vermittelte. Falls daran etwas besonders sein sollte, erkenne ich es nicht. Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Nicht sehr nützlich. Es geht darum, wie Athames Führer uns die Biotik zum Geschenk gemacht hat, weil wir sie verehrt haben. Was immer ihre Regierung hier versteckt hat, Liara, sie hat es wirklich ernst gemeint. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Aber das bringt uns nicht weiter. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Das ist wieder die Göttin Athame. Yeah. Was wissen Sie darüber? Ein Fragment des Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janeri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zudem mit den Jahreszeiten vertraut, damit sie Felder bestellen konnten. Langsam, glaube ich. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janeri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Ich kann daran nichts Ungewöhnliches feststellen. Wir kommen nicht voran. Nee, nicht wirklich. Vielleicht sollten wir uns diese Wissenschaftlerin... Wie wär's damit? Wieder ein Teil des Kodex. Nicht sehr vielversprechend. Hier wird beschrieben, wie Athame unsere Vorfahren die Mathematik gelehrt hat. Ach Gott. Achso, was ist denn hier in der Mitte? Ist auch noch eins. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athame. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Beeindruckend. Vor allem, weil niemand mehr ihre Religion praktiziert. Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben entsteht. Ah, hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Der auf dem Mars gab uns den Tiegel. Sowas zu verschweigen ergibt durchaus Sinn. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Ja, die haben das in der Statue drin. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie sagten, dass der Tempel tausende Jahre alt ist, Liara. Viel Zeit, um ihn zu untersuchen. Das macht es noch nicht wahr. Aber sehr wahrscheinlich. Die Asari bräuchten nur ein paar wissenschaftliche Fortschritte und wären im Vorteil. Und so ist es auch, wenn ich das anmerken darf. Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Aha. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht. Hier ist nichts. Ist es zu fassen, dass wir so nah dran sind? Wenn wir haben, was wir brauchen. Okay, wir müssen jetzt nochmal alle Artefakte... Ich kann's deutlich spüren. Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Okay, das ist keine... Anscheinend versorgt jede Verbindung den Sender mit mehr Energie. Wir sind wahrscheinlich... Hier waren ja auch noch zwei. Das hier machen. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Das war da, noch eine. Wieder eine. Es sieht immer noch nicht so aus, als wäre diese... Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter.
Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Okay. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... Boah. ...lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postkordianischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Nein, halt! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tiegel fertigzustellen. Ist das ein Proteaner? Ich bin das Gedächtnis von einem. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tiegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Da treffen wir schon mal einen Proteaner und dann sagt er, es ist zu spät. Krass. Krass. Warum haben die Proteaner den Tiegel zu ihrer Zeit nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Die hatten es wohl mit ihrem eigenen Unbekannten zu tun. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Angriffe der Reaper. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Und wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Oh Mann. Die galaktische Vernichtung. Noch besteht Hoffnung. Wir müssen wissen, was der Katalysator ist. Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tiegel gefunden und bauen ihn schon. Der Tiegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Na, dann wird's Zeit, dass das mal jemand schafft. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tiegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Ach du Scheiße. Sie. Die toten Wissenschaftler. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Proteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zu ihrer Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig.
Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Ach, der immer mit Kontrollfreak. Schlimm, wirklich schlimm. Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich etwas an der Menschheit liegt, dann schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben die Bodenhaftung verloren. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich diesen Konflikt endgültig. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihr ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Oha. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Cerberus bedankt sich für Ihre harte Arbeit. Was ist Ihre Position? Wiederhole! Ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie! Geben Sie mir... Der Lieutenant ist tot! Unsere Zone bricht zusammen! Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie! Moment! Da kommt ein Reaper! Bitte! Ist da jemand? Ich...
Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin? Schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Ach, Mann, ey. Wir hatten's doch fast. Wir hatten es fast, dieses Scheiß-Artefakt. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun... Etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kai Lings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Ma'am, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Ja, das klingt doch mal nach einem Ansatz. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur. Und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Ja. Sollen wir den Buckel runterrutschen? So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da tut sich sowieso nichts hier mit den 50%. Ach, na komm, Anderson. Was willst du? Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben.
zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Tja, ich würde auf Sie wetten. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Wir müssten es vorher neu streichen. Ach ja, wir gehen mal eben gerade ganz London streichen. Scheiße, ey. Weißt du, wie groß London ist? Wenn du von Köln mit deinem Auto nach Trier fährst, das sind 196 Kilometer über die Autobahn, ne? Dann bist du einmal quer durch London gefahren. So riesig ist diese Scheißstadt. Aber ultra geil. Ultra geil. London ist so eine geniale Stadt. Also wenn ihr irgendwann mal in London seid, müsst ihr unbedingt nach Camden fahren. Ich weiß auch nicht. Ja, aber wir hätten unmöglich... Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Onteron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Danke fürs Zuhören, Commander. Ja. Sie sind es wert, dass man Ihnen zuhört. Jetzt werde ich rot. Das passiert Ihnen ständig. Macht nichts. Immer. Viel Glück. Ja, wir könnten noch eine Runde duschen gehen, wenn du willst. So, ich gehe jetzt erstmal in meine Kapitätskabine, ey, da, ich bin jetzt niedergeschlagen, ey. Scheiß Artefakt. Wir hätten es doch schon fast gehabt. Guck mal hier. Da ist mein komischer Aal. Meine Fischis. Da oben schwimmt die Qualle. Die Kois sind da. Sehr gut. So, jetzt füttern wir mal. Hoffentlich gehen die Fische nicht wieder weg. Ah, ne, funktioniert. Guck mal da. Sehr schön. Sehr gut. So, wir haben fast alle Modelle. Da fehlen noch eins oder zwei. Gucken wir mal hier. Evakuierung von Tessia. Gut, sie haben diese Nachricht geöffnet. Sie kommt aber gar nicht vom Asari-Oberkommando. Das ist damit beschäftigt, sich um die Reste seines Planeten zu kümmern. Ja, das glaube ich. Sie haben unseren Kampf auf Tessia also überlebt. Sie sind gar nicht so schwach, wie ich dachte, aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausgereicht hat, um mich aufzuhalten. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil Ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das endet nämlich mit Ihrem Tod. Kai Leng. Aha. KL, Kai Leng. Miranda Lawson, Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Aha. Miranda Lawson? Was, im Unterhaus treffen? Ja. Ist man hier auch? Ne. Ja, okay. So. Ach, Mann. Wir gehen mal in die Shuttlebucht. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Hey, nebenbei bemerkt, ich weiß, wie es ist, wenn man so eine Pechsträhne hat. Ich weiß, das macht es nicht leichter, aber Sie sind nur ein Mensch, genau wie wir alle. Falls Sie mich damit aufheitern wollen, es funktioniert nicht, Lieutenant. Hey. Alle auf dem Schiff wissen, dass sie ihr Möglichstes getan haben. Sie dürfen nicht so streng mit sich selbst sein. Was es auch kostet, Cerberus die Daten wieder abzujagen. Wir sind dabei. Was es auch kostet, diese Sache zu beenden. Zur Kenntnis genommen. So, Cortez. Wenn Sie das nächste Mal ein Kloster hochjagen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie das Gelände verlassen haben, okay? Ich muss nämlich wissen, ob ich meinen Commander in einem Stück aufsammle oder nur noch in Fetzen. Ja, ja, ja. So, ja, da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts wirklich. Eigentlich, ja, brauchen wir eigentlich auch gar nichts unbedingt von hier. Mal überlegen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Ach komm, wir gehen hoch zur Galaxiekarte. Wir jagen diesen blöden Kai Leng jetzt hinterher. Was soll man denn sonst machen? Es bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig. So ein Shit. Mann.